McDonald's gegen Starbucks. Pommes gegen Kaffee. Und Barbie gegen LOL. Es ist ein echter Wettkampf. Wir sind schon live? Oh, willkommen! Heute starten wir einen Wettbewerb. Starbucks gegen McDonald's. Aber dieser Wettbewerb ist diesmal ganz anders. Kein Kaffee oder Cheeseburger treten heute an. Es ist ein Wettbewerb unserer Puppen. Unsere Puppen sind schon total aufgeregt. Oh, es sieht so aus, als wäre sie noch nicht wach. Da haben wir genau das Richtige. Ein großer Kaffee für unsere LOL. Jetzt kann's losgehen. Jetzt bist du kein schläfriges Monster mehr. Und unsere Barbie präsentiert heute McDonald's. Wo ist sie denn? Einen Moment. Sie wird bestimmt die Pommes meilenweit riechen. Ah, die Teilnehmer sind da. Fangen wir an. Die Aufgabe besteht darin, Starbucks und McDonald's Cafés für LOL und Barbie-Puppen aus Kartons zu machen. Okay, los geht's. Runde 1. Unsere LOL liebt Starbucks. Sie kann die Inneneinrichtung mit verbundenen Augen nachbauen. Das geht ganz schnell. Bemalt zuerst einen Schuhkarton mit weißer Acrylfarbe. Und bemalt den Boden braun. Nehmt dann Papier mit einem quadratischen Muster. Das sollen die Fliesen sein. Klebt es dann in den Deckel. Jetzt braucht ihr braune Modelliermasse und befestigt es auf Styropor. Es soll wie Blumenerde aussehen und macht mit einer Ahle Löcher. Klebt es dann auf den Deckel und deckt die Kante mit einem Holzlineal ab. Dekoriert auch den Eingang mit Rührstäbchen und legt Dekoblumen in den Styroporblumentopf. Macht auch den gleichen Blumentopf für die andere Seite. Bringt jetzt ein ausgedrucktes Starbucks-Logo und eine Menütafel an. Dieses Café ist so gemütlich. Jetzt ist Barbie an der Reihe. Ihr Karton verwandelt sich in nur einer Minute in McDonald's. Schneidet zwei rechteckige Löcher unterschiedlicher Größe aus einem Karton aus. Bemalt dann die Box mit Pfirsich-Acrylfarbe. Und grundiert die Innenwände. Ihr könnt es zum Beispiel gelb anmalen. Zeichnet außen einige Ziegel. Und bringt auch Pappsteine an. Fügt jetzt eine farbige Seitenwand an der Innenseite hinzu. Und auch ein Lineal. Bringt jetzt ein M und den Namen oben an. Klebt dann Strohhalme in McDonald's-Farben an. Es soll aussehen wie Jalousien. Schneidet noch eine Markise aus roter Folie aus. Und platziert es über dem Fenster. Barbie hat ein Mini-McDonald's gemacht. Und hier gibt es keine Schlange. Die LOL hat auch eine Lichterkette eingeschaltet. Alles soll perfekt sein. Was wird die Jury sagen? Lasst mich darüber nachdenken. Beide sind nett. Deshalb gibt es für jeden einen Punkt. Runde 2. Lasst uns die Inneneinrichtung machen. Barbie macht Hocker für ihre McDonald's-Besucher. Verfolgt einen leeren Behälter auf orangefarbenem Kunstleder. Und schneidet einen Kreis aus. Klebt den Kreis dann an den Boden. Malt jetzt die Papprolle an. Und stellt den Topf darauf. Stellt jetzt die Stühle in die Nähe der Theke. Weitere ungewöhnliche Ideen findet ihr auf unserem Kanal Okitoki. Schaut doch mal vorbei, um lustige Hacks und Rezepte zu genießen. Ihr findet den Link in der Beschreibung. Und unsere LOL kreiert eine Starbucks-Theke und Hocker. Befestigt ein Lineal an einem leeren Domino-Kasten. Bemalt das Lineal braun. Und bringt ein Starbucks-Logo an. Stellt eine Spielzeugvase und eine Tasse darauf. Hey, nicht abgucken! Mach ich doch gar nicht, ich habe mein eigenes Café. Klebt ein Kunstlederstreifen auf einen Deckel. Und befestigt einen Kunstlederkreis darauf. Das ist der Sitz eines Barhockers. Schneidet dann einen Strohhalm in Teile und bemalt diese mit Acrylfarbe. Klebt die Stücke auf ein Lineal. Und klebt die Sitze oben an.
Er stellt mehrere davon. Das Café wird eingerichtet. Jetzt haben unsere Gäste etwas zum Sitzen. Alles ist an der richtigen Stelle. Und vergesst nicht die Blumen. Die Zeit ist um. Unsere Kandidaten sind fertig. Das Starbucks-Design gefällt mir besser. Unsere LOL bekommt dieses Mal alleine einen Punkt. Die dritte Runde wird sehr knifflig. Wir stellen unsere Teilnehmer auf den Kopf. Und die Aufgabe besteht darin, die Wände ihres Cafés zu dekorieren. Bei McDonald's wird es eine große Werbefläche geben. Befestigt als erstes Rührstäbchen an zwei Strohhalmen. Klebt dann ein ausgedrucktes Plakat darauf. Klebt ein Menü und ein ausgedrucktes Plakat an die Wand. Und platziert noch die Plakatwand. Und Starbucks bekommt Bilder. Bringt ein kleines ausgedrucktes Bild an den Rührstäbchen an. Und macht einen Bilderrahmen. Die Bilder könnt ihr dann an die Wand hängen. Jetzt ist das Café noch gemütlicher. Die Entscheidung ist getroffen. McDonald's gewinnt diese Runde. Es steht also 2:2. Wir sind doch schon bei der vorletzten Runde. Unsere Puppen sollten jetzt alles geben. Diese Cafés sind für sie gemacht. Mal sehen, was sie dazu meinen. Barbie ist der Meinung, dass McDonald's nicht genug Licht hat. Klebt als erstes einen Ballonhalter an eine weiße Kappe und hängt die Lampe an. Sehr schön, die Lampe hängt nun. Jetzt kann ich was sehen. Und die LOL-Puppen haben das wichtigste Element der Inneneinrichtung geschaffen. Es ist ein Kühlschrank für Leckereien. Schneidet eine leere Klebeflasche mit einem heißen Cutter zurecht. Es stellt dann einen Kühlschrank mit Regalen. Deckt noch die Seiten mit Schaumgummi ab. Und legt kleine Leckereien hinein. Stellt den Kühlschrank jetzt in die Ecke. Das habt ihr gut gemacht. Die Starbucks-Leckereien gewinnen. Es steht also 3:2 für die LOL. Die letzte Runde steht bevor. Jetzt wird's ernst. Wir müssen das Café fertig dekorieren. Wickelt einen Schwamm in Kunstleder ein. Macht Sofas und einen Schemel aus verschiedenen Schwämmen. Deckt dann Wattepads mit Tupfenstoff ab und formt ein Kissen. Stellt auch Tischbeine aus Dominostein her. Und schneidet eine Dominobox zurecht und verwendet sie als Tischplatte. Bringt jetzt ein Starbucks-Logo an und deckt es mit einem Stück Plastik ab. Die LOL stellt weiche Sofas und einen Tisch auf. So macht Kaffeetrinken viel mehr Spaß. Und bei McDonald's gibt es eine Bestelltheke. Reinigt zuerst eine Klebeflasche und entfernt das Etikett. Schneidet dann den oberen Teil ab und grundiert es mit Acrylfarbe. Beschichtet das dann mit oranger Acrylfarbe und bringt ein McDonald's-Logo an. Klebt noch einen schwarzen Dominostein an. Das soll der Bildschirm sein. Eine kostenlose Bestelltheke. Was darf es sein? Jetzt sieht McDonald's total echt aus. Jetzt werden wir entscheiden, wer der Gewinner ist. LOL-Puppen mit ihren erfrischenden Starbucks oder Barbie mit McDonald's? Alle sind ziemlich angespannt. Seid ihr bereit, Mädchen? Die Jury entscheidet sich für Starbucks. Yay! Die LOL hat diesmal gewonnen. Herzlichen Glückwunsch! Dies ist das beste Puppencafé aller Zeiten. Und wir verabschieden uns von unserem Publikum. Bis bald. Tschüssi. Hoppla, es sieht so aus, als hätten wir vergessen, die Kameras auszuschalten. Wer räumt freiwillig auf? Schon wieder ich? Oh Mann. Wie fandet ihr unser witziges Video? Schreibt uns, was ihr mehr mögt. Starbucks oder McDonald's. Wir freuen uns. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst auch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.